Hallöle Leute und herzlich willkommen zu einem neuen Let's Talk WoW Mysteriöses. Wir sind hier im Steinkrallengebirge und ich zeige euch jetzt erstmal das Easter Egg und danach rede ich darüber. Das erste Easter Egg, was ich euch zeigen möchte, ist hier in dieser Festung. Ich bin ja Ali, ich fliege nur rüber. Ich mache mal die Musik ein bisschen leiser. So, ist Rosie mit der guten Charussa. Und wenn man bei den Hordlern ist und dann redet die Miss Rosie, bitte tu etwas, und da hat Mario auch eine Questreihe, eine richtig lustige, aber die möchte ich euch auf der Hordenseite nicht zeigen. Und auf der Ali-Seite gibt es diese Questreihe auch. Die Questreihe könnt ihr dann selbst machen, ich zeige euch nur die guten Leute, die hier sind. Hier heißt nämlich Bouncer und Alice oder Alice. Und wenn man die anklickt, sagt die Eiscreme. Und hier ist noch ein Anderoth Ryon. Das ist natürlich eine Referenz an Bioshock mit Rosie und Bouncer. Und diesen Little Sisters, also das hier. Aufwachen, Herr B, Mr. B. Die sagen immer Mr. B. Und richtig lustig, dass es hier ein Easter Egg ist. Und der hier sagt auch immer, ich fürchte eine Stadt, in der man keine Worgen, bla 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 hat. Und wie halt Anduin am Anfang von Bioshock, auch eins meiner Lieblingsspiele, sagt er halt so ein paar Sachen, die kommen jetzt hier leider nicht, sehr schade. Und dann sagt er halt, dass er nach Gilneas will. Und naja, was ich hier jetzt sagen wollte, wenn wir hier gerade lang fliegen, kann ich ja gerade machen, weil wir fliegen in Richtung Malgor fliegen wir gerade. Und was ich euch noch ans Herz legen möchte, falls ihr für die WoW-Story interessiert seid, habe ich schon ziemlich oft gesagt, aber weil sich ja das WoW-Let's Talk Mysteriöses immer mehr anhören, könnt ihr euch natürlich auch in die Warcraft-Geschichte reingucken, also beziehungsweise in mein Warcraft-Let's Play, da ich ziemlich viel darüber rede, über die Warcraft-Geschichte. Und hier nochmal so ein kleiner Anstups dafür, weil das doch echt wenig von meinen Abonnenten gucken. Deswegen möchte ich euch bitten, das auch mal zu gucken. Als nächstes, für so ein kleines Infovideo könnte es ja auch sein, naja, als nächstes kommt ein WoW Let's Talk, der Scharlachrote Kreuzzug raus, das kommt nach der Warcraft-Kampagne raus, nach den Orks kommt das raus, und das, was danach kommt, finde ich recht interessant für Let's Talk WoW Mysteriöses. Das könnte eigentlich auch, etwas Mysteriöses sein, denn dort erzähle ich euch Sachen über die Inseln, die auf Azeroth eigentlich verzeichnet waren und überhaupt eigentlich dazugehören. Aber hier zum Beispiel Kizan, verlorene Inseln und so weiter, also könnte man auch zu Let's Talk WoW Mysteriöses zeigen. Das kommt dann nach der Nachtelfen-Kampagne und ich habe das sogar noch gar nicht aufgenommen. Und da reden wir zum Beispiel über eine Insel namens Balor, die Insel, also die Sargeras Grab, die zersplitterten Inseln, ich glaube hier heißen die, die verheerten Insel heißen die, da reden wir darüber halt. Möchte ich euch ans Herz legen, das ist auch etwas, was mir sehr Spaß gemacht hat zu recherchieren. Und naja, wir sind jetzt hier beim Easter Egg, Krieg der Tiere. Hier sind lustigerweise immer so Tiere, ziemlich viele auf einem Ort, und die haben meistens Schwerter in der Hand oder Schilde oder hier sieht man das vielleicht. Hier. Die bringen sich hier alle gegenseitig komischerweise um. Und die werden dabei immer größer. Sieht man jetzt hier vielleicht? Es ist gestorben und die rennen weiter. Die bringen sich hier alle gegenseitig um, warum auch immer. Keine Ahnung, woran das eine Referenz sein kann, aber ist ziemlich lustig, finde ich. Ja, auch ziemlich herrlich gemacht mit diesem, mit der Sturmhaube. Ziemlich lustig. Naja, das war halt auch ein Easter Egg. Ich weiß nicht genau, woran es eine Referenz ist. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Und natürlich, falls ihr wieder WoW Let's Talk Mysteriöses habt für mich, also Folgen, die ich noch nicht kenne, was ich noch nicht genannt habe, dann bitte, bitte schickt es mir. Schickt es mir, da ich natürlich noch nicht alles gezeigt habe, aber die Mysteriösen, die ich kenne, neigen sich langsam leider dem Ende zu. Und ja, es neigt sich dem Ende zu, und wenn diese Reihe weiterleben soll, dann solltet ihr mir bitte ein paar schicken, die ich vielleicht noch nicht kenne, denn sonst wird es bald zu Ende gehen, wohl über übel. Die nächsten sind hier ein
ein paar mehr in Draenor und ein paar mehr in Mists of Pandaria, die ich jetzt zeigen werde, da es in den neuen, also in diesen Gebieten hier nicht mehr so viele gibt, leider. Also falls ihr noch welche kennt, bitte sagt sie mir, damit ich euch natürlich auch noch weiteren Stoff liefern kann. Hier, wir sind hier auf einer Insel namens Dumondsee, beziehungsweise dieser See heißt Dumondsee. Hier sieht man auch noch Boote, sieht halt aus wie eine ganz normale Insel mit einem zerstörten Turm, wie man hier so schön sieht. Und nun ja, es ist eigentlich ein ganz normaler Turm, der ein bisschen brennt, naja. Nur kann man den leider auf normalen Wege nicht erreichen. Und hier sind komischerweise ziemlich viele Skelette. Was auch ziemlich lustig ist, ist, dass man hier unten einen kleinen Hügel hat voller Totenschädel, aus dem Luft kommt. Hier kann man, nein, ich dachte, man könnte hier vielleicht noch atmen. Aber naja, ziemlich viele Totenschädel. Also, man weiß nicht wirklich, was hier passierte. Und das Witzige ist ja auch noch, da hinten sind auch noch ein paar, alle Bewohner dieser Insel, alle Leute, die hier drauf sind, auch die Tiere, heißen Sandy, Larissa Bussell, Mary Ann Squeeza, Jake Patton, Brandon Vadapool, Som Vadapool, Rocky, Rose, Brian Horn, der ein gelbes Ding hat, Lucas Merino, der ein grün blinkendes Ding hat, Johnny Troop, der ein rotes Ding hat, und wieder Yuda Mela, der ein grünes blinkendes Ding hat. Keine Ahnung, was das alles bedeutet. Hier ist noch Ryan Sly. Ob hier drin noch einer ist, weiß ich gar nicht mehr genau. Sieht nicht so aus. Ja, das war's, glaube ich. Vadapool haben wir, Vadapool haben wir. Und Casey Fulton. Und Ivan. In einem Grab und ein Schwert und zwei Blumensträuße. Das hier ist eine Referenz, habe ich mir durchgelesen lassen. Habe ich mir durchlesen lassen. Ich habe schon meine Leute. Nee, ist eine Referenz an alle, also an ziemlich viele Blizzard-Mitarbeiter, die hier ziemlich viel für Blizzard getan haben und deswegen hier verewigt sind auf diesem Dumondsee. Ich weiß nicht genau, warum die genau hier sind oder was die hier zu suchen haben, aber sie sind hier wahrscheinlich wieder eine kleine Widmung für die Leute, die sich hier sehr angestrengt haben für Blizzard. Ziemlich nett, dass sie das immer machen. Ja, das machen sie ziemlich oft irgendwie. Finde ich ziemlich cool von Blizzard, solche Aktionen. So, jetzt habe ich gerade Dr. Pepper Cola getrunken. Sehr lecker. Ich liebe Dr. Pepper Cola. Ich war nämlich letztens auf dem Markt und habe mir 24 Stück geholt. Hier, falls es noch keiner kennt, ist kein wirkliches Easter Egg oder kein mysteriöses, sondern ich das Grab von Cairn Bloodhoof. Und hier sind auch Kriegerheld von Camp Naracho und die haben 3500k. Das sind echt starke Soldaten hier oben. Ich glaube, deswegen ist es nämlich das Grab. Ich habe nie ein Tauchen wirklich gespielt. Ich finde die ein wenig ideenlos, auch wenn die ziemlich coole Kultur und sowas haben. Aber naja. Aber eigentlich ist das hier ziemlich cool. Ich mag auch Maigor. Und also, naja. Falls ihr wirklich noch Sachen habt, die ihr gerne sehen würdet, schreibt es mir in die Kommentare. Hier sind auch noch ein Tauchencamp, aber da ist nicht wirklich, der See hier ist ziemlich tief, den ist aber sehr interessant, aber wenn man da mal runtertauchen würde, ist das sau tief, also wirklich sau tief. So, und jetzt nähern wir uns schon dem letzten Easter Egg, was ich ziemlich erschütternd finde, oder beziehungsweise sehr, sehr gut. Das hier ist im südlichen Brachland, sehr interessantes Easter Egg, muss ich sagen. Und wir nähern uns Bil-Modan. Der größten Zwergensiedlung in Brachland. Unter dieser Ausgrabungen war eine Titanstadt, in der eine Datenspeicherung war. Diese Titanstadt darunter waren einfach nur Plattenspeicherungen, sowas wie Festplattenspeicherung. Und darunter haben die halt die Tore, da haben sie gehofft, die Tore zu Uldum zu öffnen hier unten.
haben sie in Uldaman haben sie da gefunden und so. Das hier war eigentlich dieses Ding, wo sie die meisten Sachen gefunden haben, mit der die mit den Titanen zusammenhängen. Da hier diese Ideenspeicherung der Titanen war, die Lagepläne und so weiter. Und aber mit dem Kataklysmus griffen die Tauren an, um Camp, die hier Camp Taurio zu rächen. Und der Kataklysmus hat ziemlich viel zum Einstürzen gebracht. Auch diesen Teil, wo die Titanenstadt unten war. Schön, euch zu sehen. Verschwindet, Jägerin. Bevor der Kataklysmus begann, hatten wir etwas entdeckt. Wir gruben etwas aus, das besser begraben blieben wäre. Betet zu wen auch immer ihr betet, dass der Erdschuss ausweichen wird, um es unten zu halten. Die Zwerge haben zu tief gegraben.